So, und nun noch eine schlechte Nachricht für den Buchhandel. Mittlerweile war zu lesen, werden 50% aller Bücher online verkauft. Das heißt, die kleine Buchhandlung um die Ecke, sie stirbt leider aus. Und das ist sehr, sehr schade, denn genau da wurde man ja immer so kompetent beraten, ne? Die größte Kunst eines Buchhändlers ist, über ein Buch zu reden, was er nie gelesen hat. Ich wollte das meinem 15-jährigen Onkel schenken. Meinen Sie, dass das geeignet ist? Da muss man einfach sagen, die meisten Bücher, die verschenkt werden, werden sowieso nicht gelesen. Und dann ist es auch egal. Ja, Bücher, also schenken Sie dem Jungen lieber Geld.